Ach Mann, so eine rhythmische Sportgymnastik ist gar nicht so verkehrt. Wow! Wow! Muss er noch Ben an sein 90er-Video erinnern. Auf geht's! Mann, der Sack könnte sich gut mal ein bisschen sportlich betätigen. Randy, macht er irgendwas? Ben? Ben? Ja, also so ein bisschen rhythmische Sportgymnastik schadet ja nicht, wa? Was soll denn das werden? Das ist das Ekelhafteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also da kannst du auch bessere Sachen machen, ey. Ich glaube, du hast recht. Da gehe ich wohl lieber mal meine Neuzugänge machen. Hey Leute, willkommen wieder bei Bennermeister und heute geht es mal um meine Neuzugänge für den Monat November im Jahre 2015. Ja, das Jahr ist jetzt fast rum, wir haben aber noch einmal die Neuzugänge und die dann von Dezember natürlich auch noch. Und da zeige ich euch jetzt wieder, was da alles zusammengekommen ist. Es sind wieder so ein, zwei Sachen, würde ich sagen. Und ich zeige euch jetzt, was es ist, was es gekostet hat und ja, auf geht's. Das erste ist sogar gleich eine Sache, die ich jetzt nicht mal so zeige, weil die ein bisschen klein ist. Ich habe mir nämlich eine PS Vita Memory Card gekauft, also eine neue Speicherkarte mit der Größe von 16 GB. Ich hatte nur eine mit 8 gerade aktuell und wollte ja mal Phantasy Star ausprobieren und das, ja, brauche etwas Update, Speicherplatz und da hat 8 GB nicht gereicht. Deswegen habe ich mir mal eine geholt für 28 Euro und ja, funktioniert wunderbar, Spiel ist cool und coole Sache. Ja, das nächste, was ich mir gekauft habe, ist das hier. Eine Schallplatte zum Spiel Banjo-Kazooie, also ein Soundtrack. Richtig cool, ich mag auch das Artwork, finde ich richtig genial. Und ja, Banjo-Kazooie ist mit eins meiner Lieblingsspiele auf dem N64. Und deswegen wollte ich das haben, als ich das gesehen habe. Das Ganze ist auch limitiert auf 3000 Stück und gekostet hat das 31 Euro, so ungefähr umgerechnet. Ja, dann habe ich mir da auch gleich noch die gekauft von Perfect Dark, also auch einem N64-Spiel, was ich auch absolut cool finde und wo ich den Soundtrack auch absolut liebe. Wunderbar, auch diese wollte ich unbedingt haben und gekostet hat das auch 31 Euro. Und dann gab es dann noch eine, die habe ich dann auch mal mitgenommen, da habe ich zwar jetzt den Soundtrack nie so oft gehört, aber ich finde den trotzdem geil. Nämlich Battletoads, ja, vom NES, das Spiel, davon dann auch den Soundtrack auf Schallplatte, richtig geil und sogar die Musik vom Pausebildschirm ist hier mit drauf, wenn ich gerade nochmal gucke, wo, ja hier, Titel 7 ist Pause. Ja, auch das habe ich mir mal geholt und die war sogar etwas günstiger für 22 Euro, so ungefähr umgerechnet, das waren, ich glaube, Pfundpreise oder so, aber ja. Wollte ich haben, habe ich mitgenommen und bin ich glücklich drüber. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier hinstelle. So. Ja, die drei Schallplatten. Dann habe ich mir ein Spiel geholt, das habt ihr auch gesehen in einem Video, nämlich Lords of the Fallen in der Collector's Edition für die Xbox One. Das Ganze hatte ich ja schon als normales Spiel, das habe ich jetzt ausgewechselt gegen das hier. Und bezahlt habe ich für dieses schöne Stück 34,40 Euro. Ist doch ein super Preis, wie ich finde. So, was haben wir denn als nächstes? Da haben wir das hier. Ja, das ist keine Xbox, das ist nur der Karton, also eine ja, Leerverpackung von der Konsole. Das ist sogar das Set, welches ich damals zuerst bekommen habe, als ich die Xbox damals bekommen habe. Zu Ostern war das, glaube ich. Da habe ich genau dieses Bundle bekommen mit Halo und Midtown Madness 3. Und das war dann auch mein erster Kontakt mit Halo, was ich ja sehr mag. Ja, diesen Karton habe ich mir mal geholt, weil ich habe nur einen anderen und jetzt habe ich einen zweiten. Bezahlt habe ich dafür im Endeffekt 5,49 Euro. Ist okay. So, dann habe ich mir mal ein kleines Plüschtier geholt, nämlich das hier, Link. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Original ist oder nicht. Also hier ist zumindest so ein CE-Zettel dran, aber ich glaube, der Rest ist abgeschnitten worden. Und ja, sein Schwert muss man hier an so einer kleinen Schnur befestigen und dann hält er so halbwegs. Also ich weiß nicht, ob es original ist, aber allein zum Hinstellen reicht mir das. Und gekostet hat das Ganze auch nur 2,50 Euro. Da habe ich den mal mitgenommen. So, dann habe ich mir etwas geholt, das habe ich auch unboxed, nämlich Animal Crossing Amiibo Festival. Ja, wie ihr seht, ist das jetzt leer, aber das ist nur, weil die Figuren halt woanders stehen. Also das war alles komplett. Und bezahlt habe ich dafür so ungefähr 30 Euro und ist okay. Ist okay.
Immerhin ein weiteres Wii U-Spiel. So, was habe ich mir denn da noch gekauft? Da habe ich mir das hier geholt. Nämlich die Tales of Systeria Collector's Edition für die PlayStation 4. Ja, ich fand, als ich die bekommen habe, habe ich mich wirklich gewundert, wie klein die ist. Ich dachte, die ist genauso groß wie die von Tales of Xillia oder so, also so ein Riesending. Aber das ist ja doch dann sehr, sehr klein im Gegensatz dazu. Da drin ist dann halt ein Steelbook, Soundtrack und Spiel und Artbook und die Verpackung und kleine Figuren und so weiter. Und ich habe mir das Spiel ja erst in der Standardvariante geholt und dann habe ich aber die hier gefunden und habe jetzt die hier behalten und habe das Standardspiel dann weggegeben. Das habe ich ja mit dem lieben Dave getauscht, da habt ihr ja auch ein Video gesehen. Und ja, jetzt habe ich das in der Collector's Edition, finde ich natürlich viel, viel cooler. Und bezahlt habe ich dafür allerdings dann auch 75 Euro. Ist zwar immer noch unter dem Standardpreis von 100 Euro, was mal gekostet hat, aber ist okay. Ja, dann habe ich etwas bekommen, was mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut hat, nämlich das hier. Ein kleines Club Nintendo Beutelchen, in der die Münze drin ist von Mario vom 25. Anniversary. Ja, ich hatte nämlich die vom Abschied jetzt vom Club Nintendo. Ich habe auch die Münze von Luigi von dem Jubiläum, aber mir hat die von Mario gefehlt. Die habe ich da auch nie gesehen. Das war wahrscheinlich noch, bevor ich so viel mit Club Nintendo zu tun hatte, gab es die da mal und da hatte ich wahrscheinlich nicht genug Sterne, weiß ich nicht. Deswegen hat mir diese noch gefehlt und die habe ich jetzt mir auf eBay geholt für 45 Euro. Da habe ich direkt dann zugeschlagen, weil ich die haben wollte, damit ich die Münzensammlung auch komplett habe. Und bin darüber sehr, 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 sehr froh und glücklich. So. Ja, dann habe ich mir hier noch was geholt für die Wii U, nämlich Sing Party. Ja, ein Spiel, was ich wahrscheinlich sonst eigentlich nicht so wirklich kaufen würde. Das ist eigentlich fast wie, ja, wie ein SingStar. Also es gibt ein Mikrofon hier drin und das Spiel. Man hält dann halt auch irgendwie so das Gamepad und kann da auch den Text bei Karaoke ablesen oder so ähnlich. Und dann sind da halt Lieder und du singst halt mit. Ist halt so, wie man es kennt. Ja, ich habe es jetzt nur mitgenommen, weil ich es für 1 Euro bekommen habe und da habe ich dann doch mal gesagt, okay, nehmen wir mit. Und immerhin ist ja auch von Justin Bieber Baby drauf. Geil. Ja, auch das kam dazu. So, dann haben wir hier noch was richtig Schönes, wie ich finde. Nämlich einen Soundtrack von Seiken Densetsu Legend of Mana Arranged Album Promise. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob das, wie lange es das schon in Japan gibt, aber das ist jetzt auch beim Square Enix Shop bei uns gewesen im Verkauf und das Ganze war dann mit einer Unterschrift, das sieht ihr hier, also es ist unterschrieben von, ja, von wem, also ich kenne es jetzt nicht aus dem Kopf, den Namen, aber das ist auch die, die glaube ich generell öfter Mana-Musik gemacht hat und auch Kingdom Hearts und vieles weitere, ich glaube auch Breath of Fire oder so, ich weiß nicht, irgendwie so ähnlich, ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt. Und das ist halt dann unterschrieben von ihr und sie hat halt auch den Legend of Mana Soundtrack gemacht und wollte ich dann unbedingt haben, da ich ja Mana-Fan bin. Und bezahlt habe ich dafür 19,99 €. Ja, für eine richtig geile Soundtrack-CD, da bin ich dabei. Dann habe ich hier bekommen eine Game Boy Advance Verpackung. Also da ist kein Game Advance mehr drin. Der war dabei, aber den habe ich weiterverkauft und habe jetzt nur die Verpackung mit Inlay und Anleitungen, alles aufgehoben, was da drin ist. Ich habe ja auch, glaube ich, irgendwo schon einen lilanen. Ich muss da noch nachgucken, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Den werde ich dann da reintun und dann freue ich mich, weil ich keine Verpackung hatte. Jetzt habe ich eine. Ja, ich habe das so günstig gekauft mit dem Gameboy, dass ich den Gameboy wieder verkauft habe. Und im Endeffekt habe ich das hier dann gratis bekommen. Richtig cool, freue ich mich. So, dann noch was von Club Nintendo. Da ist jetzt die letzte Bestellung, die ich noch offen hatte, angekommen. Nämlich eine Trophäe von Mario Kart 7 im Panzer-Style. Ja, Shell M. Ist jetzt endlich da und jetzt bekomme ich nichts mehr von Club Nintendo aktuell. So, dafür habe ich bezahlt nichts, das waren noch Sterne. So, dann habe ich hier auch was gekauft, was ich vielleicht auch eigentlich nicht so gekauft hätte, aber ich habe bei dem Preis dann doch ja gesagt, nämlich PlayStation TV oder PlayStation TV, wie auch immer man das aussprechen möchte. Das ist ja so ein Gerät, wo du deine PS4-Spiele und so dann auf einem anderen Fernseher streamen kannst, wenn du das da anschließt. Oder was du auch als PlayStation Vita benutzen kannst sozusagen für Spiele, die kein Touchscreen und so weiter benötigen. Wie unter anderem Tales of Hearts A. Soweit ich weiß, ist das eins der Spiele. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere, aber die kannst du dann am schön am großen Fernseher spielen mit dem PS4-Controller. Und ein Gutschein für 3 Download-Spiele, sage ich mal, für die Vita war auch noch mit drin. Ja, das Ganze war neu und das gab es bei Mediamarkt jetzt im Sale den einen Tag für 15 Euro mit gratis Versand.
Und da habe ich gesagt, dann nehme ich das mal mit und dann habe ich das in der Sammlung. Weil ich glaube, mehr hätte ich auch nie ausgegeben, weil so wichtig ist mir das gar nicht. Ja, wie gesagt, 15 Euro. Dann habe ich mir geholt, das habt ihr glaube ich auch gesehen, Dragon Quest Heroes für die PS4, auch in der Collector's Edition, die auch meiner Meinung nach etwas klein ist und ja, der Inhalt ist jetzt auch nicht so toll. Es gibt halt diese ganzen Download-Sachen, die kein Mensch braucht. Aber ja, das habe ich mir auch mal gegönnt und das Spiel mag ich übrigens auch sehr, sehr gerne. Also ich spiele es auch ab und zu immer mal wieder, um da mal weiterzukommen und habe echt eine Menge Spaß dabei. Dragon Quest Heroes. Ja, dafür hatte ich bezahlt 79 Euro. Also auch nicht so wenig, aber ist okay. So, dann habe ich hier noch etwas gekauft, was ich absolut liebe. Und Gott sei Dank habe ich das und oh mein Gott, ist das geil. Nämlich eine Soundtrack-Box von Silent Hill. Ja, die Silent Hill Sounds Box. Da drin sind 8 CDs und eine DVD, das steht ja auch an der Seite. Und da drin ist dann der, ja, das sieht man jetzt nicht so von der Seite. Also es sind halt die Soundtracks von den ganzen Spielen. Da ist Silent Hill 1, 2, Origins 3, 4, Shattered Memories, ich glaube noch ein Teil von der PS3, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich weiß gerade nicht den Titel, aber der ist da glaube ich auch mit drin. Also es sind halt die ganzen Soundtracks und auch Bonusmaterial und auch der Soundtrack von Silent Hill Arcade und sowas. Also richtig cool, als Silent Hill Fan wollte ich das haben und fand ich super geil. Und finde ich immer noch. Ja, bezahlt habe ich dafür zwar auch 60 Euro, aber wenn man sonst so guckt, was es sonst so kostet, bin ich damit zufrieden. Ja, was haben wir denn noch? Ja, dann habe ich jetzt eine ganze Menge Sega-Sachen und ich erzähle euch danach was zum Preis. Also, in diesem Set war enthalten einmal der Master System Converter 2, offiziell von Sega. Richtig cool, sieht zwar irgendwie aus fast wie ein Darth Vader-Helm, würde ich sagen. Aber ja, man kann da dann Master System Spiele reinmachen. Das Ganze kommt dann ins Mega Drive und dann kannst du Master System auf dem Mega Drive spielen. Und ich habe auch gesehen, dass der Adapter 2 gar nicht so häufig ist und auch relativ teuer. Warum, weiß ich nicht, aber ist halt so. Und der war in diesem Set dabei, was ich richtig, richtig cool finde und der funktioniert auch. Dann war dabei das Spiel. Michael Jacksons Moonwalker. Ein Spiel, wo ich den Soundtrack immer noch absolut vergöttere. Das Spiel NHL 95. Ja, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, ist nicht so meins. Dann Streets of Rage 2. Endlich habe ich es. Gott sei Dank, ich liebe dieses Spiel ja so sehr und ich habe es nie gehabt. Jetzt habe ich endlich den ersten, zweiten und dritten in meiner Sammlung. Gott sei Dank, endlich vereint. Ja, dann haben wir hier noch NBA Jam, ein richtig cooles Basketballspiel. Das Sega Master System Spiel, ist glaube ich mehr als Master System. Submarine Attack, also ein U-Boot-Spiel. Dann haben wir hier ein Spiel, was ich vorher gar nicht kannte, nämlich Chicky Chicky Boys fürs Mega Drive. Habe ich nie vorher gehört und ja, ist aber auch ganz nett. Dann haben wir hier noch World Cup USA 94, ein Fußballspiel. Dann nochmal Fußball Champions World Class Soccer. Dann ein Klassiker, Disney's Aladdin, richtig cool. Dann noch fürs Master System eine Combo Cartridge mit Astro Warrior und Pitpot, also zwei Spiele in einem, auch richtig cool. Dann wieder fürs Mega Drive FIFA 96 Soccer oder FIFA Soccer 96. Dann auch ein Spiel, was ich absolut liebe, The Chaos Engine. Richtig cool fürs Mega Drive, hatte ich ja sonst immer nur auf dem Super Nintendo und jetzt habe ich auch mal die Mega Drive Variante. Dann haben wir hier Super Thunder Blade, ja, mit dem Hubschrauber. Das hier ist leider nur eine Verpackung, also da ist leider kein Spiel und keine Anleitung drin, weil die Person da nicht mehr das Spiel gefunden hat. Nämlich Dune 2 Kampf um den Wüstenplaneten. Ja, jetzt habe ich die Verpackung, jetzt fehlt mir nur der Rest. Ob ich das noch kriege, weiß ich nicht, aber mal gucken. Dann ein Wrestling-Spiel Royal Rumble mit Hulk Hogan. So, aufpassen, dass die Spiele nicht umfallen. Dann war da noch bei Jurassic Park. Dann haben wir hier noch den Davis Cup World Tour, ein Tennisspiel. Und eins haben wir noch, nämlich das hier. Theme Park. Ja, diese ganzen Spiele fürs Mega Drive, Master System und den Adapter
Das war bei einer Sammlung bei, was ich gekauft habe. Da war das alles bei und noch ein bisschen mehr. Und das, was da zusätzlich noch mehr war, das hatte ich aber schon. Das habe ich also wieder verkauft und ich habe mehr Geld bekommen, als ich überhaupt ausgegeben habe. Daher ist das alles sozusagen, wenn man das so will, für mich umsonst gewesen. Also habe ich dafür absolut gar nichts bezahlt. Geile Sache, so macht man das. Ja, dann habe ich hier mir noch ein Mega Drive Spiel einzeln gekauft, nämlich das hier. Rocket Knight Adventures, das ist ja mit dem Fuchs, der auch in Sparks da ist, beziehungsweise ist ja auch der gleiche. Und ja, das wollte ich auch haben und dafür habe ich dann bezahlt, wenn ich es finde, lasst mich mal kurz nachgucken, 16,99 € und ja, das ist für das Spiel voll in Ordnung. So, und dann noch ein Mega Drive Spiel, was ich unbedingt haben wollte, was der gute Peter getauscht hat. Da habe ich dann gleich zugeschlagen, das wollte ich haben, nämlich Landstalker. Ja, ein Spiel, was ich auch schon habe, aber ich habe nicht die Erstauflage gehabt vom Cover her. Ich habe ja dieses blaue hier und habe dann halt die US-Version und die Japan-Version, aber ich hatte nicht die deutsche Erstauflage. Und die habe ich jetzt endlich, also das habe ich mir ertauscht, richtig cool. So, was haben wir denn da noch so Schönes? Da haben wir das hier. So. Für den Nintendo 3DS ein japanisches Spiel namens Hatsune Miku Project Mirai Deluxe. Ja, das habe ich auch schon in der deutschen Version, finde es richtig cool und jetzt habe ich auch die japanische Version. Und dazu gab es auch noch das hier, das ist der Vorbestellerbonus, den es dabei gab und das kann man dann hier so zusammenstecken irgendwie. Ich hoffe, das war so halbwegs richtig. Ja, so und dann kann man das so hinstellen, dann kann man das Spiel oder was auch immer dann so auf seinem Tisch präsentieren. Ja, das gab es noch dazu und das finde ich richtig cool und bezahlt habe ich dafür 15 €. So, dann haben wir hier noch ein 3DS-Spiel, nämlich Lego Star Wars 3. Das habe ich mir auch mal mitgenommen für 10 €. Fand ich in Ordnung für den Preis. Genau wie das hier, Super Pokémon Rumble. Auch das habe ich mir jetzt mal geholt. Das habe ich auch schon länger mal im Auge gehabt. Auch für 10 €, finde ich voll in Ordnung. Und dann noch ein japanisches 3DS-Spiel, was ich für einen unglaublichen Preis bekommen habe. Nämlich Fantasy Life Link. Also ich weiß nicht genau, was man hier macht. Ich habe jetzt noch nicht so viel Fantasy Life gespielt. Und ob es vielleicht dann nur sich irgendwie verbinden lässt oder sowas. Oder was genau das eigentlich ist. Oder ob das nur Minispiele sind. Keine Ahnung. Aber das Ganze habe ich mir mal mitgenommen. Es ist sogar noch eingeschweißt. Es kam aus Japan und hat mich 90 Cent gekostet. Da habe ich das auf jeden Fall eingesackt. So. Und dann haben wir hier wieder genau den gleichen Fall wie bei den Mega Drive Spielen. Ich habe mir eine Sammlung gekauft mit Sega Dreamcast Spielen. Habe die ich davon schon hatte oder nicht wollte oder was auch immer, wieder weiterverkauft und habe mehr Geld rausgekriegt, als ich ausgegeben habe. Daher habe ich die Spiele, die ich euch jetzt zeige, für nichts bekommen. Da haben wir hier einmal Spirit of Speed 1937, also ein Racing Spiel. Time Stalkers, auch ein Spiel, was ich immer mal haben wollte und ich werde es mir dann auch auf jeden Fall mal ansehen. Ja, manche Höhen sind hier leider auch nicht mehr so ganz, aber immerhin sage ich da nichts gegen bei dem Preis. Dann South Park Chiefs oder Chefs Love Shack, wie auch immer man das immer ausspricht, ist ja so eine Quizshow. Dann Silver, das kenne ich sogar noch vom PC damals, das habe ich mal irgendwann auf dem PC gespielt. Das war schon eine ganze Weile her und ich weiß nur, dass ich da mal einen Apfel gegessen habe, um Energie zu bekommen. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Dann auch wieder ein Klassiker, Resident Evil Code Veronica, sehr sehr cooles Spiel, absolut geil. Dann noch ein Spiel namens Power Stone 2. Ich kenne nur den ersten Teil und bin super froh, dass ich jetzt den zweiten habe. Den habe ich nie gehabt, ich wollte ihn immer mal haben. Und bin echt gespannt, wie geil der ist. Der soll echt gut sein. Ist auch ein cooles Multiplayer-Spiel. So, dann noch so ein Kampfspiel namens Plasma Sword. Das kenne ich auch noch. Das habe ich damals auch, wo ich jünger war und die Dreamcast mal so hatte und gespielt habe. Da hatten wir das Spiel auch damals. Und das habe ich immer mal gegen meinen Bruder gespielt. Das kenne ich noch. Und ich fand es damals ganz cool. Ob ich es jetzt immer noch cool finde, muss ich mir dann mal ansehen. Ja, dann war noch dabei auch ziemlich cool. Nightmare Creatures 2 ist ja auch so ein böses Spiel. Dann noch Millennium Soldier Expendable. Dann haben wir hier noch Jimmy White 2 Cue Ball. Ich glaube, das spricht man so aus. Das ist Billard. Oder ist das Billard? Ach, das ist alles. Das ist Billard und Dart und
ja, wie heißt das, Dame oder so. Auf jeden Fall ist es wohl etwas in diese Richtung. Dann haben wir hier noch Hidden and Dangerous. Dann noch Blue Stinger. Ist ja auch so ein bisschen so ein Resident Evil Spiel, was ein bisschen so von der Machart, glaube ich, ist. Und eins haben wir noch, nämlich Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja, diese ganzen Spiele, wie gesagt, eigentlich für 0 Euro. Es waren noch ein paar mehr bei, die ich verkauft habe. Geile Sache, kann man nichts falsch machen. So, einen Haufen haben wir noch und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Da habe ich hier einmal das hier bekommen. Dianto Smash Brothers heißt das, glaube ich, in Japanisch. Also es ist Super Smash Brothers für das N64 in Japanisch. Das Ganze hat mich auch wieder 0 Euro gekostet, weil ich mir ein japanisches Nintendo 64 gekauft habe mit mehreren Spielen und Controllern. Die habe ich wieder verkauft, die brauchte ich nicht, aber ich habe das Spiel aufgehoben. Also 0 Euro. Dann habe ich mir hier mal ein Gameboy-Spiel geholt mit Verpackung. Es ist eine US-Variante, nämlich Mega Man 2. Ja, das Ganze in Verpackung, original mit englischem Modul, englische Anleitung, englische Verpackung. Dafür habe ich bezahlt 40 Euro, ist vielleicht nicht so wenig, aber für den Zustand und auch für das Spiel in der US-Variante ist der Preis in Ordnung. Deswegen habe ich es dann mal mitgenommen. So. Dann habe ich hier noch das hier, das heißt irgendwie Densetsu no Starfy, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also man hat hier so einen Jump'n'Run, glaube ich, ist das, mit dem Stern, den man ja hier spielt, ein japanisches GBA-Spiel. Da gibt es ja auch in Japan mehrere Teile von, bei uns glaube ich gar keinen. Sehr schade, aber eine japanische Variante. Und das war auch ein Tausch, daher habe ich dafür auch nichts bezahlt. So, dann haben wir hier nochmal so einen Fall. Da habe ich nämlich eine Nintendo NES-Sammlung gekauft mit mehreren Spielen und habe am Ende aber nur 3 aufgehoben, die ich haben wollte. Die anderen hatte ich alle schon, die habe ich alle wieder verkauft. Und im Endeffekt habe ich jetzt die hier gratis bekommen, da ich wieder mehr Geld als ausgegeben bekommen habe. Da haben wir einmal Double Dragon 2. Das hatte ich noch nicht, das habe ich jetzt dazu bekommen. Dann haben wir hier Kirby's Adventure. Da muss ich dazu sagen, ich hatte die Verpackung schon, aber die war leer. Und jetzt habe ich den Inhalt, also auch ein Spiel und so weiter. Also jetzt konnte ich das Ganze komplett machen. Sehr cool. Und dann haben wir hier Turtles 2 The Arcade Game. Ja, davon hatte ich nämlich auch nur das Modul. Und jetzt habe ich das Modul dann weggegeben und habe das Ganze komplett. Richtig cool und bin ich sehr froh drüber. Wie gesagt, diese 3 NES-Spiele, wenn man das so umrechnet, für nichts. So. Dann habe ich hier ein Super Nintendo Spiel bekommen, das habt ihr auch in einem Video gesehen, nämlich Disney, Timon und Pumbas Spielesammlung für Super Nintendo. Für 15 Euro fand ich okay und das hat mir ja noch gefehlt, deswegen bin ich da sehr froh drüber. Dann habe ich hier ein Nintendo 64 Spiel, auch jetzt in OVP, nämlich Lilith Wars. Ja, das Ganze habe ich ja schon in der großen Verpackung, jetzt habe ich auch die kleine Player's Choice Variante und bin sehr froh darüber, das Ganze ist komplett für 9 Euro. War auch ein super Preis. So, dann haben wir hier ein PlayStation 1 Spiel, das nennt sich Theme Park. Das habe ich auch fürs Mega Drive bekommen, jetzt auch für die PS1. Das Ganze war ja bei Dave sein Paket mit bei als Geschenk. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür, richtig cool. Also war das, wie gesagt, ein Geschenk. Dann habe ich mir geholt für die PlayStation Vita das hier, Hyper Dimension Neptunia Producing Perfection. In Japanisch, eingeschweißt, neu für 8 Euro. Habe ich mal mitgenommen, da ich ja die Reihe sehr mag. Dann haben wir gleich noch einen Teil davon, nämlich Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2 Sisters Generation, auch für die Vita. Das ist ja der zweite Teil, einfach nochmal als Remake für die Vita sozusagen. Und ja, den wollte ich auch haben, diesmal die deutsche Version. Das hat mich gekostet 20 Euro. So, dann haben wir hier das hier, ein Spiel für die PSP, nämlich Disgaea Afternoon of Darkness. Und das wollte ich auch haben, hat mich gekostet 15 Euro. Dann habe ich mir geholt, das habt ihr ja auch gesehen, Halo 5 Guardians für die Xbox One. Ja, für 32 Euro. Ja, ich habe es jetzt schon gespielt, aber ziemlich oft den Multiplayer online, einfach so ein paar Runden, da mich ein bisschen mit den anderen gekloppt, sage ich mal. Und ja, da macht schon Spaß, finde ich ganz cool, ist ganz nett und ist ganz lustig. Ich war sogar schon mal Erster, unglaublich. Den Story-Modus, da habe ich noch nicht mal eine Mission beendet. Ich finde es immer noch blöd, dass man das nicht Koop spielen kann an einer Konsole. Aber ja, Halo 5 Guardians, so viel mal dazu.
Dann habe ich mir was für die PS3 geholt, was mich auch sehr gefreut hat, nämlich Lightning Returns Final Fantasy 13 in der Limited Edition. Da ist nämlich noch ein Samurai Outfit Set bei gewesen, so ein Download-Code. Der hat auch funktioniert, alles wunderbar, das war auch neu. Und ja, jetzt habe ich das Outfit, das Spiel und bin sehr froh darüber. Gekostet hat das 9,99 €. So, dann habe ich mir noch das hier geholt. Test Drive Unlimited 2 für die PS3. Das hat mich gekostet 3 € und da habe ich das Ganze mal mitgenommen. So, dann noch ein PS3-Spiel, was mich auch wieder sehr gefreut hat, nämlich Castlevania Lords of Shadow, die Collection. Ja, was ist hierbei? Das ist einfach das Lords of Shadow 1-Spiel, welches ich immer noch nicht wirklich gespielt habe, was ich mal tun sollte. Und dann war hier noch dabei, das steht ja hier drauf, von Lords of Shadow Mirror of Fate. Das ist nämlich der Teil, den es für den 3DS gibt. Und der ist hier als Download-Code bei, um ihn auf der PlayStation 3 zu spielen. Das finde ich richtig cool. Und ich habe das hier gebraucht gekauft für 5 € und habe dann wirklich gehofft, dass der Code bei ist, weil er auch nicht gesagt hat, dass er nicht bei ist. Und er war dann auch dabei und er hat auch funktioniert und das macht mich super glücklich. Deswegen ist alles super. Ich kann jetzt endlich mal Mirrors of Fate statt auf dem 3DS auf der PS3 spielen und habe Lords of Shadow. Richtig cool. Wie gesagt, 5 €. Ja, dann war hier noch so ein Kauf, nämlich das hier, Alien Isolation für die PS4 in der Replay Edition. Das gab es den einen Tag bei Saturn, glaube ich, im Angebot für 12 € mit Gratisversand. Und da habe ich das gesehen und dachte erst, ja, das habe ich ja schon, das brauche ich ja nicht. Und dann fiel mir aber ein, ach nee, Moment, hier sind ja 2 Bonusmissionen bei als Download-Code. Und wo ich das damals bekommen habe, war das ja vom lieben Dave und er hatte ja das Ganze schon eingelöst, die Codes bei sich, denke ich mal. Und die waren dann auch nicht mehr dabei, also es war eigentlich nur das Spiel. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich das mal mit, habe das auch bekommen, das ist jetzt das hier. Habe also das Spiel nochmal geholt, die Codes waren dabei, haben dann funktioniert, also habe ich die Download-Sachen jetzt auch. Und ich habe dann mein Alien, was ich schon hatte, verkauft für 13 € und habe daher, wie gesagt, einfach meins gegen das ausgetauscht sozusagen und 1 € plus gemacht. Ja, richtig cool, jetzt habe ich das Spiel nochmal und bin wieder sehr glücklich. Ich kann dazu noch sagen, das Spiel ist übrigens sehr, sehr gut, aber ich finde es ein bisschen schwer. Ich stelle mich wahrscheinlich ziemlich dumm an, aber ich finde es schwer. Ich bin immer noch nicht wirklich da, wo ich das Alien gesehen habe. Ich sehe eigentlich nur diese, ja, was sind das, Robotermenschen, wie auch immer man die jetzt nennt, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber, ja, an denen vorbeizukommen und dann irgendwie, ich weiß nicht, ich stelle mich da total dämlich an. Aber das Spiel ist sehr gut. So, weiter im Geschäft mit einem Xbox 360-Spiel namens Enchanted Arms. Das habe ich mir jetzt auch endlich mal in der deutschen Variante geschafft zu holen für 2,55 €. So, und dann noch ein Wii U Spiel, das habt ihr auch erst gesehen, Devil's Third, finde ich richtig cool, macht mir eine Menge Spaß und ich liebe es, die Leute da abzumetzeln und bezahlt habe ich dafür 25 €. Sehr cool. So, dann haben wir hier noch ein PS2 Spiel, auch in Disgaea wieder, Hour of Darkness, das ist ja der erste Teil. Richtig cool, das wollte ich immer haben und bezahlt habe ich dafür 15 €. So, dann habe ich hier noch gekauft gehabt 3 Spiele im Pack, nämlich einmal Metal Slug 3 für die PS2, Grandia 2 für die PS2 und Nightmare Creatures 1 für die PS1. Ja, die 3 Spiele zusammen habe ich jemand abgekauft und bezahlt habe ich dafür 16 €. Und ein Spiel haben wir noch, nämlich das kam wieder aus Japan, den Princess Maker 4 in der Collector's Edition mit so einer schönen Schuba-Verpackung. Und ja, bezahlt habe ich dafür 8,26 € und da habe ich das mal eingesackt. Ja, das war es dann auch mit den Neuzugängen für dieses Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein und ihr fandet das Ganze vielleicht interessant. Dann würde ich mich über Bewertungen und Kommentare freuen. Dann bis zum nächsten Video. Das war euer Bennemeister. Also bis dann.